Welcome back, Leute, zu Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Im letzten Part haben wir den Auftrag bekommen, wir sollen zum zum Chateau. Ah, wie hieß es nochmal? Komm, sag mir. Grinswald Chateau, genau, das war's. Und ich werde jetzt auch, Moment mal, da war ein neuer Gegner, ich weiß, aber hier war, glaube ich, auch irgendwas, ne? Ja, da geht der Tor. Schön. So, ein neuer Gegner. Ein fliegender Bini, komm her. Okay, okay. So, den Platschpulse kennen wir ja schon, also werde ich den auch benutzen. Wir haben hier einen Parabini. Süß. Und wie auch Paragoombas in anderen Spielen verlieren sie die Flügel, sobald man sie zu oft angegriffen hat. So, Moment mal. Damit gehe ich mal auf 2 zurück, um es euch zu zeigen. Denn. Ah, okay. Ich muss A drücken, okay, alles klar. Hoppa. Ja, toll. So, ciao Bini. Und, ah, der bekommen. Schön. So, Grinswald Chateau, internationale Flughafen Bodenwand. Okay, also, wir wollen zum Chateau. Ah, Hilfe, Gegner, die ich nicht mag. So, gibt es hier irgendwo noch einen Gegner, der... Ja, so ist es gut, nicht. Booms. Erstmal gecrit. Ja, natürlich, genau, Luigi, natürlich. Okay. Ja, also Fail, weil die Attacke könnte ziemlich reinhauen. Man kann damit 2 Gegner treffen, wenn es klappt. Aber ich krieg's gleich hin, gerade schon toll. Haben wir das jetzt 1. Okay, da kommen wir, glaube ich, nicht so. Nein, da kommen wir nicht so hoch. Wir müssen nun hier hoch. So, nein. So, und wee. Wow, das war knapp. Der Grinsewald ist Naturschutzgebiet, Zutritt ist nur mit Sondergenehmigung gestattet. Oh, die Bohnenbranche, nur irgendwelche verschlossene Boni erhalten diesen Schatz. Gut, dann dürft ihr den Wald betreten. Wie habt ihr das Tor geöffnet? Unser Witzwander von exquisiter Qualität und rundem Geschmack, genießt ihn in vollen Zügen. Okay, danke. Ist es nett, ich mag euch. Ja, daneben, yay. Dams. Baum, baum, baum. Hoppa. So, ich sag jetzt, glaube ich, jetzt mache ich so lange die Kämpfe, bis ich irgendwann was mit Luigi hingekriegt habe. So. Ja, ja. Halbwegs gekriegt, sagen wir es mal so. Ich muss einfach die richtigen Knöpfe drücken, zuerst B und dann A. Okay. Alles klar. Ab jetzt wird wieder geschnitten. So, Gegner. Werbs erwischt. Sie geben uns kein Item. Warum? Tut ihr sowas? Komm her. Ich nehme jetzt auch jeden Kampf mit der Geht, weil. Hoppa. Das könnte ich gebrauchen für den nächsten Kampf. Also den nächsten Bosskampf. Oder übernächsten, besser gesagt. Gute Musik. Speicheralbum, okay. Wie Witzwein entstanden ist, Tafel 1. Witzwein wird aus der Rachbeere gekeltert, die im Grinsewald wächst. Okay. Wie Witzwein entsteht, Tafel 2. Man wirft die Lachbeere in ein gut mit Sirup gefülltes Fass. So. Wie Witzwein entsteht, Tafel 3. Gibt man einen Witz hinzu, produziert die lachende Lachbeere blubbernde Bläschen. Okay. Wie Witzwein entsteht, Tafel 4. So erreicht der Witzwein in jahrelanger Humorarbeit seine vollendete Reife. Vater des Witzweins oder Herr, erster Schlossherr. In vino veritas. Okay. Oh. Besser. Hier gibt's aber ziemlich viel Wein gelagert, wa? So, das war so ein kleines Labyrinth. Aber. Das war jetzt nicht so schlimm. So. Ja. Ja. Schon verlaufen, schön. Ah, okay, hier geht's lang. Was zum? Luigi? Was ist Luigi? Luigi, komm jetzt! Was ist los? Schneller! Wer war das? Hinterher! Das war knapp! Claude, der meiste Dieb und ein paar. Nein, ich muss eine bessere Stimme geben.
11, das war knapp, Glut, der meiste Dieb, wo mein Haar frisch hat ertappt. Verdammt, was euch zeig ich's? Hey, Azubi, mach schon! Ja, Chef. Azubi, dein Auftritt der roten Legüle da, mach sie fertig! Jawohl! Der rote, der grüne, die zwei kenne ich doch eben irgendwoher. Ja, ist jetzt so wie die ganze zwei? Irgendwie freue ich mich total, die Nase zu sehen, aber dann diese ekligen Rotzbremsen. Quatsch, keine Hoppern! Ihr seid doch hinter der legendären Kurve Extreme, genau wie ich! Oh, ihr dürft mir nicht zuvor kommen! So war ich der berühmte Meister Deep Claude bin, ich finde die Kurve Extrem für euch! Azubi auf sie! Bosskampf! Und ja, er ist ein Dieb und er kann euch Items klauen, weswegen er ziemlich ein Arsch ist, aber... Ja. Ja, pfff. Toll, Zeitlupe. Was macht mit meinem Chef? Ja, wenn wir den Chef angreifen, dann greift er an. Okay, das war Fail. Nee, du klaust mir nix, so. Moment, stopp. So. Da-da-da-da-da. Bam! Das hat gefruchtet. Nix da. Ja, toll. Dann trinkt man Sirup auf den Waluigi. Glurms. Lecker. Und jetzt kommt wieder der Dieb. Bams, nix da. So, machen wir einen normalen Platsch, Brüder. Und? Okay, das macht ungefähr gleich viel Schaden. Naja. Da 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 da. Autsch. Hab's, Brüder. Schade, hat nicht geklappt. Naja. Nein, oh, jetzt. Oh, das klappt nämlich Pilz. Ah, ein Schatz. Das würde das kann ich das auch benutzen. Und da heißt auch Baus Azubi und er heißt Claude. Jean-Claude. Und. Bams. Wenn ich diese Platte nur sehe, du kommst mir ganz heiß aus dem Magen. Wow! Hey, was war das denn? Gut gemacht, Azubi, weiter so. Ja, da hat sich wohl wer an seine alten Moves erinnert. Aber ich kenne ihn ja nicht, Hust, Hust. Ups, das war Fail. Unterhalt ihn, schön. Fail. Testik. Fire! Fire! Übertreibt gar nicht mit seinen Angriffen. Nee, nee. Alles in Ordnung. Okay, hat fast geklappt. Ja. Jetzt wird er wieder sauer mit seinem Chef angreifen. Aua. Ah, toll. Gut, ich mach einen Sprung. Ems. Eigentlich mit dem Azubi gar keinen Schaden machen können mit dem Sprung, weil er da nicht Hörner. So, es sieht aus wie Hörner, aber naja. So, ich muss meine Nuss. Bin zu faul, uns einen Pilz zu schlucken. Autsch, Mist. So. Dann Mario, du bist ein Sirup. Glurp. Lecker. Und ausweichen. Und Bams. So, Hops, Brüder. Bams. Da ist er weg. Oh, ach, denke ich, ich käme nicht wieder. Wow, explodiert. Ach, Azubi. So, ist er ganz alleine. Ist er keine Freunde mehr. Grr, das merke ich mir. Und haut er ab. Jo. Schön. Jo, nice. Schlag. Azubi, was soll das? Ist das der Dank dafür, dass ich dich aufgenommen habe, als du in der Berg nach der Suche nach deinem Gedächtnis warst? Entschuldigung. Naja, ist das auch egal. Wir müssen nur die Kurve extrem in die Finger kriegen. Da kümmern wir uns nicht weiter um diesen Typen. Azubi, los, Abmarsch. Freaks. So, jetzt will ich mal schauen. Ich glaube, hier oben war irgendwas. Yay. Was war der? Ah. Hey, hey.
Oh, Münzblock. Münz. Ein Super-Sirup. Und ein Super-Nutz. Oh. Geile Items, jetzt schon. So, hier ist nichts mehr. Okay. Gehen wir weiter. Speicheralbum. Okay. Und was? Oh, was war das jetzt? Wie, was? Ich bin gerettet, Geschatten. Graf Bohn, der Ältere, der hiesige Hausherr. Und ich bin sein Bruder Graf Bohn, der Jüngere. Zwei seltsame Gestalten hat uns in dieses Fass gezwängt. Ihr habt uns gerettet, oder? Oh, fass mal zusammen. Die Übeltäter sind die Täter Kuwe Extremherr, die tief im Wald versteckt ist. Und die wollen also auch die Kuwe Extrem binden. Aber niemand weiß, ob dieser legendäre Witz wirklich existiert. Selbst wir. Wir haben die Kuwe Extrem noch nie getrunken oder auch nur gesehen. Das Innere des Grinswaldes ist ein heiliges Sanktuarium. Der Weg dorthin ist beschwerlich. War was? Er springt auf eure Gegner? Jetzt erschlagt Fels mit dem Hammer, um den Weg vor dem Wald zu erschließen? Nun, wir beide kennen die Tücken des tiefen Waldes, aber ich hege Zweifel, ob eure Kompetenzen wirklich genügen. Aber Brüderchen, vielleicht mit ihren Hämmern? Ehrlich gesagt, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Einen Moment bitte! Ja. Seltsame Gestalten. Let's go! Münzen, yeah! Wow, viele Münzen. Ja, der Bosskampf war jetzt nicht gerade so schwer, war nur ein bisschen nervig. Ich glaube, man kann auch den Boss natürlich zuerst besiegen. Nur das Problem hierbei wäre, dann wenn man mit immer angegriffen, sprich es nervt auch mit der Zeit, aber ich glaube, er gibt auch die EP, die ich bekommen habe, bekam ich nur vom Boss Azubi, also naja, nicht so gut, aber egal. Also, wir wollten uns einen kurz besprechen. Da ihr uns gerettet habt, bringen wir euch zu Dank zwei Hammeraktionen bei. Diese Hammeraktionen werden seit jeher in unserem Chateau von einer Generation zur nächsten überliefert. Wenn ihr sie beherrscht, werden sie euch im Wald wahrscheinlich von großem Nutzen sein. Wollt ihr neue Hammeraktionen lernen? Na klar! Nun, Grüner, zeig mir deinen Hammer. Verstehe, mit diesem Hammer. Drück zunächst L, um deinen Hammer auszuwählen. Ja, denn wir können auf unseren Vordermann hauen. Das hat ja vorher eigentlich nur den Vordermann genervt, aber jetzt können wir es nutzen. Aktion mit B. Bams. Diese Aktion schafft man aus einer geheimen Überlieferung. Schwing den Hammer hoch und verinnerlich die Kraft des Pfeiles und schlage geschmeidig zu. Durch diese Prozedur wird der Mann zum Zwerg und passt durch jedes Mauseloch. In dieser Kurse erlebt man sehr romantisches kleines Abenteuer. Ein weiterer Hammerschlag macht das Schwumpen rückgängig. Wie auch immer das gehen soll. Probier es erstmal aus. Ja, auswählen und Bums. Oho, schon beim ersten Mal beherrscht. Er hat die Waldenergie mit dem geschmeidigen Schlag. Nun gut, und jetzt die Rückverwandlung. Bums. Exzellent, du bist ein Naturtalent. Und jetzt zeig mir du dein Hammer, mein roter Freund. Tausch mit Start die Positionen. Drücke zunächst L, um den Hammer auszuwählen. Wie vorhin eigentlich auch, aber egal. Ja, komm. Du bist ewig Zeit. Hammer! Aktion mit B. Bums. Dies ist die eigentliche Hammeraktion. Nutze die Energie der Erde und schlage flink wie der Wind. Wenn man von diesem Hammer getroffen, so sinkt man bis zum Haupt in die Erde ein. Natürlich kann man sich wie gewohnt mit Hilfe des Streikkreuzes bewegen. So kannst du zusammen mit der Wand an die Maulwurstperspektive vielerlei im Abenteuer mit Tiefgang. Drück einfach A, um wieder abzutauchen. Probier's mal aus. Okay. Bams. Ja! Das ist die Energie der Erde, der Schlag so flink wie der Wind. Perfekt, perfekt. Nun, drück A, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Blöp. Fantastisch. Nun kommen wir zur Praxis zum Ansatz der Hammeraktion. Verwendet die gelernten Aktionen, um aus dem Zimmer rechts zwei Kelche zu holen. Diese beiden Kristallgläser stellen kostbare Schätze dar. Es sind die Wunder von Bonia. Ihr Glanz passt zu euch beiden, da ihr beide, die Hammeraktion Sabrina beherrscht. Wohl an, werte Herren, findet sie zwei Kelche. Nur weil ihr zwei zu faul seid, oder was? Jo. Ist schön, wir haben letztendlich mal was. Komm ich da überhaupt drüber? Muss ich da überhaupt. Ja, keine Ahnung, egal. So, man sieht schon. Hier ist ein Kelch und, was auch lustig ist, weiß ich, ob das schon erklärt wird. So. Ja, Grinsebohne. Diese, Kreisrunden, ich wollte schon sagen, diese
runden, die Kreise auf dem Boden mit einem X darin, enthalten Bohnen. Diesen können wir noch brauchen. Und auf dieser Plattform können wir Luigi nicht verkleinern, wir müssen Mario verkleinern. Und dann den roten Kerl zu programmen. Du hast den roten Kerl, sein Glanz blendet dich. Yeah. Ja, komm raus und neuer Schlag. Wechseln und, ja. Luigi einmal klein machen. So, vergrößern. So. Bams. Und Mario darf reinkommen. Ich kann jetzt auch jederzeit die Position mit A und B wechseln. Oder auch noch nicht. Warum auch immer. Das geht eigentlich schon, aber egal. So. Du hast den grünen Kelch. Ja. Bitte nicht auf Knöpfe an der Wand schlagen. Zu spät. Malwurfszimmer. Achtung, bei Kriechgängen unter den Zahn Verschmutzungsgefahr. Keine Haftung für Reinigungskosten. Eisenplatte. Hochqualitativer Werkstoff verwendet. Absolut maulwurfsicher. Reisezimmer. Bitte nicht den Knopf am niedrigen Eingang stoßen. Kopf. Ups. Hoppala. Oh, der rote Kelch und der grüne Kelch. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulös. Die Aktion jetzt perfekt beherrscht, können wir euch nichts mehr beibringen. Wohl an, ihr werdet näher ein betretter Ball und findet die legendäre Kuwe extrem. Ja. Ich glaube, man trifft sie noch, oder? Nicht? Gut, man trifft sie nicht. Aber, hier war noch irgendwas. Ja, da. Ist doch was versteckt. So, zack. Und auch beim Eingang war was versteckt. Das weiß ich noch. Oder war hier ist auch noch eine versteckt. Ja, die Bohnen werden wir alle noch brauchen können. Also nicht einfach fortschmeißen. Nicht einfach wegwerfen oder ignorieren. Die könnte ich gebrauchen. Glaubt's mir, Leute, glaubt's mir! So, hier ist auch noch einer. Natürlich werde ich jetzt nicht jede im Let's Play einsammeln. Also, die ich sehe, werde ich natürlich einsammeln, weil die könnte ich gebrauchen. Aber ansonsten. Sag ich so, es gibt sehr viele Beeren. Beeren? Bohnen! Ich bin, glaube ich, im falschen Spiel gerade. Es gibt sehr viele Bohnen und alle einzusammeln. Das. Moment, ich muss nach links. Ist ein bisschen viel. Nein, ich muss doch da lang. Oh, dieser Ehrgarten. Ja. So, hier lang. So, Luigi ist auch wieder da. Nicht wie dieser Claude von vorhin. Der Dieb. So. Hammer! Wow! Hammer! Ich find's das schön. Aber ich würde sagen, das war's von. Ich suche gerade hier noch Löchern, also noch Vertiefungen im Boden. Gibt's wohl keine mehr. Gut, das würde ich sagen, das war's von Mario Luigi Superstar Saga von heute. Im nächsten Part werden wir dann den Wald erforschen. Den Grinsewald. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!